Er ist also doch mitgegangen. Ich wusste es. Willst du, dass Bonnie Ärger kriegt? Nein, natürlich nicht. Und wenn sie dich konfisziert hätten? Konfi, was? Einkassiert. Nein! Oder noch schlimmer, du hättest verloren gehen können. Nein, Leute, ganz ruhig. Bonnie hatte heute einen tollen Tag. Und wir machen einen Ausflug. Einen Ausflug? Endlich Urlaub! Und Bonnie hat einen neuen Freund aufgegabelt. Oder sagen wir besser, aufgegöffelt. Schon am ersten Tag ein neuer Freund. Nein, Sekunde. Ihr neuer Freund ist ein Göffel. Hey, keine Angst. Du kannst rauskommen. Ja, alles gut. Na komm, ich helfe dir mal kurz. Hast du es gleich geschafft? Na siehst du, geht doch. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Forky. Ja, was wow. Sieht denn der aus? Der hat ja noch längere Arme als ich. Und Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin allein, zumindest für das erste und das letzte Review. Wir haben drei Reviews diese Woche, nämlich zu Toy Story 4, Glow Staffel 3 und zu Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Luke ist im Urlaub, wir haben es aber geschafft, bevor er gefahren ist, noch das Review zu Glow Staffel 3 aufzunehmen. Das hört ihr dann als nächstes. Jetzt fange ich aber erstmal an mit einem Review zu Toy Story 4. Der ist unter der Regie von Josh Cooley, der davor bisher nur Kurzfilme gemacht hat, bei denen er selber Regie geführt hat. Sonst war er bei Inside Out und Brave und so anderen Pixar-Filmen im Animation Department und macht jetzt aber hier mit diesem Film sein Regiedebüt und es spielen mit, also die üblichen Sprecher natürlich, hier Tom Hanks, Tim Allen, Annie Potts, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Madeline McRaw, Christina Hendricks, Jordan Peele, Keanu Reeves ist dabei. Interessant, ich habe ihn jetzt, ich wusste, dass er irgendwo dabei ist, aber während ich den Film geschaut habe, habe ich ihn tatsächlich nicht erkannt oder hat es nicht so auf dem Schirm. Ja, also ein riesiger Cast natürlich wieder. Wer die anderen Toy Story Filme gesehen hat, wird die meisten davon ja schon mal gehört haben. Es ist der vierte in der Pixar-Reihe, in der Reihe der Pixar-Filme, mit denen eigentlich alles angefangen hat, mit dem ersten Toy Story damals. Ja, und es geht wieder um Woody, gespielt von Tom Hanks. Naja, er ist schon einer der Hauptcharaktere, aber der Film ist nicht nur seine Geschichte in dem Fall. In diesem Fall ist es so, dass die ganzen Spielzeuge, also der Andy, der in den ersten paar Filmen die Spielzeuge hatte, ist ja inzwischen erwachsen oder halt im College. Und jetzt sind sie inzwischen alle bei einem kleinen Mädel gelandet, die mit ihnen spielt. Aber es ist so, dass Woody eins der wenigen Spielzeuge ist, auf das die Kleine wohl nicht so abfährt und ihn immer wieder im Schrank liegen lässt und nicht so viel mit ihm anfangen kann. Dann aber, als sie ihren ersten Tag im Kindergarten hat, schleicht er sich in ihren Rucksack und geht mit und bringt sie aus Versehen dazu, ein neues Spielzeug zu kreieren, nämlich Forky. Ein zusammengeklebtes Etwas aus, was war es aus? Jetzt weiß ich gar nicht. Also, naja, einer Fork, also einer Gabel, wie gibt es ein deutsches Wort für? So eine Gabel, die gleichzeitig ein Löffel ist. Ich weiß gar nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt. So eine Plastikgabel/Löffel mit so, mit Armen und gerade so Beinen, aber weil sie ihren Namen draufschreibt und damit spielt, erwacht es zum Leben und ist ein Spielzeug. Gleichzeitig, stoßen sie dann auf einem Roadtrip auf Bo Peep, die weggegeben wurde. Da gibt es einen Recap am Anfang des Films, dass die ja getrennt wurde von der Gruppe und die taucht auch wieder auf. Unter welchen Umständen will ich jetzt vielleicht nicht verraten, weil es ziemlich cool. Ja, es ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Story so genau zusammenfassen soll. Ja, es handelt hauptsächlich darum, dass Woody dann seine neue Aufgabe darin sieht, dafür zu sorgen, dass Forky sich nicht umbringt. Weil Forky erwacht zum Leben und weiß, dass er davor, also Woody hatte die Utensilien, aus der die Kleine dann Forky macht, aus dem Müll geholt. Und Forky weiß wohl instinktiv, dass er eigentlich im Müll war und versucht dann über die Hälfte des Films, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit wieder in den Müll zu hüpfen und ist eigentlich davon überzeugt, dass er kein Spielzeug ist, sondern eben Müll und will eigentlich die ganze Zeit in den Müll. Und Woody hat sich zur Aufgabe gemacht, weil eben er glaubt, dass Forky so wichtig ist für
die kleine, ja, dass er ihn halt, naja, es wird nie gesagt, dass er, dass Forky Selbstmordgedanken hat, aber im Prinzip ist es ja so. Also ist ein, du hast ein suizidales Spielzeug und Woody, der ihn davon abhalten will, weil er glaubt, Forky ist wichtig für die emotionale Verfassung dieses Kindes, die gerade frisch in den Kindergarten muss und damit nicht so richtig klarkommt. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Toy Story gesehen, aber 2 und 3 dann nicht. Deswegen, ich weiß es nicht, mein Kontext ist vielleicht nicht so geil. Ich hatte schon lange vor, die mal zu sehen, habe gehört, sie sind fantastisch, aber naja, bin halt noch nicht dazu gekommen. Aber ich war ein großer Fan von diesem Film. Mein Hauptproblem, das ich damit mit dem Film hatte, war eigentlich, dass der Film, also die gehen auf einen Roadtrip und das ist alles sehr lustig und sehr cool und emotional und dann verbringen sie aber sehr viel Zeit in einem Antiquitätengeschäft, wo Forky dann gefangen genommen wird von der Antagonistin einer Puppe, Gabby heißt die, eine kaputte Voicebox hat. Also, naja, es ist eigentlich so eine Puppe, die halt sprechen kann, wenn man dran zieht. Aber deren Lautsprecher funktioniert nicht mehr. Und sie beschließt dann, weil Woody ja auch einen hat, dass sie quasi Woody zu sich locken will, indem sie Forky kidnappt, um seine Voicebox auszubauen und sich selber einzubauen, damit sie auch wieder funktionsfähig ist und von einem Kind adoptiert werden kann, sozusagen. Und die Storyline an sich gefällt mir super gut. Es ist auch interessant, weil es hat Elemente, die mich fast an Horrorfilme erinnert haben, weil im Prinzip ist es ja eine Antagonistin, die Woody in eine Falle locken will, um ihm seine Organe rauszuoperieren oder eins seiner Organe rauszuoperieren, das sie braucht und haben will. Das ist ziemlich fucking dark. Außerdem hat sie noch eine kleine Armee an Ventriloquist-Puppets, so Bauchredner-Puppen. Die so, sie sind dieselben Puppen, die auch zum Beispiel in den Goosebumps-Filmen vorkommen und so, diese super creepy aussehenden Puppen. Also der Film hatte Elemente, die mich doch stark an so Horrorfilme erinnert haben, was ich geil fand. Ich glaube jetzt nicht, dass es zu gruselig ist für Kinder, aber es waren gruselige Sequenzen dabei. Vielleicht für ganz kleine Kinder ist vielleicht ein bisschen gruselig. Und Gabby hat mir super gut gefallen als Charakter, einfach weil sie eine super gute Antagonistin ist, weil sie ein nachvollziehbares Ziel hat und ja, man auch weiß, warum sie vielleicht so ein bisschen durchgeknallt ist. Und sie ist echt böse, also so echt so ein bisschen durchgeknallt, wie so ein Horrorfilm-Villain halt. Gestört hat mich aber, dass halt einfach sehr viel Zeit in diesem Antiquitätenladen verbracht wird, wo Gabby Forky entführt und dann retten sie eine Person und dann bleibt eine andere zurück und dann müssen sie nochmal rein und nochmal rein. Es geht oft sehr hin und her und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, okay, jetzt, ne, ich habe es verstanden, worum es geht, jetzt könnten wir mal zum Punkt kommen. Aber das ist so meine größte Kritik an dem ganzen Film. Der Rest ist tatsächlich ziemlich fantastisch. Die Neuzugänge, also gerade Forky ist irgendwie so einer der unwirklichsten Neuzugänge, die man hätte erwarten können. Also einfach so ein zusammengeschustertes Spielzeug, das irgendwie Suizidgedanken hat. Aber ja, irgendwie die Reise, die Forky hier unternimmt, ist einfach tatsächlich sehr emotional und lustig. Und irgendwie sehr nachdenklich stimmend oder moralisch auch, finde ich, sehr interessant, weil Woody ja die ganze Zeit versucht, einen Menschen mit Suizid, also wenn man es jetzt auf Menschen übertragen, einen Menschen mit Suizidgedanken vom Suizid abzuhalten und so und ihn zu überzeugen, dass sein Leben einen Sinn hat. Es ist, ja, ich meine, wie immer schafft es halt Pixar, doch sehr, sehr tiefergehende Themen in einen Kinderfilm einzubauen, sodass wirklich für Kinder was geboten ist. Und es ist für Kinder was geboten. Es waren sehr viele Kinder in meiner Vorstellung und über große Teile haben die sich einfach sehr über bestimmte Elemente gefreut, die halt klar für Kinder gemacht waren. Und das funktioniert fantastisch. Aber gleichzeitig ist eben auch für das erwachsene Publikum sehr viel geboten und es freut mich einfach immer. Deswegen mag ich Pixar als Animationsstudio, weil da habe ich das Gefühl, da gehe ich rein und erwarte trotz der kindlichen Aspekte einfach einen guten emotionalen Film und das liefert er hier. Und das Ende ist natürlich wieder super emotional und traurig und, naja, was heißt traurig? Einfach, ja, man darf ruhig Taschentücher mitbringen, wenn man in Filmen ganz gerne mal heult, weil der Film verleitet ganz gut dazu. Wir haben auch hier die Neuzugänge oder Charaktere, ich weiß ja jetzt nicht, wer hier kompletter Neuzugang ist, also außer so Forky und diese zwei Plüschhasen, die im Trailer auch vorkommen. Bei den anderen weiß ich nicht. Bo Peep kam, glaube ich, auch in den anderen Filmen vor. Ich erinnere mich jetzt nur nicht. Ich fand auf jeden Fall ihren Charakter auch fantastisch in dem Film. Und ich mag auch, dass es war schon Woodys Geschichte, aber er ist nicht der einzige Hauptcharakter. Bo Peep und Forky sind so die anderen zwei Hauptcharaktere. Und selbst Buzz Lightyear hat eine ganz coole Story, wo er lernt, auf seine innere Stimme zu hören und halt glaubt, seine innere Stimme wäre nur, wenn er halt seinen Knopf drückt, wo seine Figur dann redet.
dass er immer dann macht, was die Figur halt sagt. Also da ist einfach sehr unterhaltsame Sequenzen dabei. Und ich hätte es ja nicht gedacht, also ich bin ja immer skeptisch, wenn so für eine Filmreihe über eine Trilogie dann rausgeht, ist es das wirklich wert? Aber hey, wenn Pixar es schafft, weiter so Filme auf dem Niveau zu machen, dann weiß ich nicht, dann kann man auch bei diesem Franchise bestimmt noch ein paar Filme machen, vor allem, weil sich eventuell nach diesem Film der oder die Hauptcharaktere ändern könnten, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Also ja, ich war ziemlich erfreut von dem Film. Wie gesagt, in der Mitte habe ich mir oft öfters mal gedacht, ja okay, jetzt verbringen wir ein bisschen arg viel Zeit, es geht oft hin und her und fühlt sich so ein bisschen unnötig an, aber das sind minimale Längen, die der Film für mich hatte. Ansonsten ist es einfach Animationsfilm auf höchstem Niveau und ich kann wirklich getrost empfehlen, sich den anzuschauen. Für alle Alters- und Zuschauergruppen, gerade mit Kindern, ist natürlich super fantastisch. Also schaut euch den an, lasst mich wissen, wie ihr ihn findet. Und dann, sage ich mal, machen wir jetzt weiter mit Luke und mir und unserem Review zu Glow Staffel 3 und dann hören wir uns am Ende nochmal, wenn ich allein über Quentin Tarantinos neuen Film rede. Bis später. Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich habe den Joe dabei. Wo ich gerade vor 10 Sekunden gesagt habe, ich würde dieses Review dazwischen sandwichen, dann wäre das ja schon anmoderiert. Oh, okay, machen wir es nochmal. Nee, lass ruhig. Es tut mir leid, Mann. Alles gut. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, reden wir diese Woche mal wieder über eine Serie, obwohl ja jetzt die Filmflaute abgeflaut ist. Ich freue mich sehr auf die Reviews, die Joe vielleicht gleich allein machen wird. Wir wissen es noch nicht genau, weil wir es relativ früh in der Woche aufnehmen, weil ich bin jetzt gerade, während ihr das hört, im Urlaub und kann leider nichts aufnehmen. Du glücklicher Mensch, du. Ja, ich bin auch quasi an Sandstränden. Nee, ich werde an keinen Sandstrand fahren, ich werde nach Schottland fahren. In die Kälte und den Regen. Aber ich werde es trotzdem genießen, weil ich Whisky habe, der mich warm hält. Schön, ein Traum von einem Urlaub. Ja, ein absoluter Traum. Wir reden über Glow, eine Serie und wir reden über die dritte Staffel von Glow. Aber in meinem Fall ist es, wir reden über Glow, weil ich die ersten beiden jetzt extra dafür angeguckt habe, das erste Mal. Ich bin quasi vollkommen unbeleckt in diese Serie hineingegangen. Aha. Und für die, die es nicht wissen, ist es eine Serie von Liz Flahive und Carly Mensch mit Alison Brie, wen haben wir noch? Betty Gilpin, Mark Maron, ganz ja, wichtig. Der ist ganz wichtig. Ja, ich habe es gerade der Reihe nach hier vorlesen. Britt Baron. Also, ja, bei mir ist Mark Maron irgendwie an zweiter Stelle. Sydell Noel, Kate Nash, Brittany Young, Gail Rankin und Kia Stevens und Jackie Tone und Kimmy Gatewood und das sind alle wirklich wichtigen. Es gibt noch eigentlich einige andere wichtige. Es ist eine Serie mit ganz schön vielen Protagonisten, die alle sehr viel Screentime abkriegen. Es ist ungefähr ein gigantisches Ensemble, das es aber tatsächlich schafft, irgendwie alle Leute richtig fair zu behandeln. Irgendwie ja. Alle Castmember, ne? Ja, durchaus. Und jeden und jeder, vor allem jeder, weil es wenig Männer in dieser Serie gibt, warum, dazu kommen wir gleich, jeder ihren Spotlight zu geben und vor allem ihren Charakter zu geben, also eine sehr einzigartige Charaktere, ne? Es ist niemand so wie die andere. Und es geht um Glow, die tatsächlich existierende, bis heute noch laufende Show. Die läuft noch? Ich glaube, also sie ist noch relativ zeitnah, also irgendwie 2013 war der letzte Eintrag auf Wikipedia, wo es noch hieß, okay. 2013 lief es irgendwie auf dem und dem Sender, aber es war so ein bisschen offenes Ende. Also ich bin mir nicht sicher, ob es noch läuft oder nicht. Auf jeden Fall heißt die Show Gorgeous Ladies of Wrestling oder halt einfach Glow. Und es ist eine Wrestling-Show aus den 80er Jahren, ursprünglich als Live-Show, die auch getaped wurde und im TV übertragen wurde, wie man das damals so mit Wrestling-Shows gemacht hat und heute im Prinzip eigentlich auch, bloß halt im Internet. Eine Show, ursprünglich in Kalifornien basiert, die ja so eine Ragtag-Gruppe quasi zusammenbringt von Frauen, die alle vorher irgendwie was anderes gemacht haben und auch noch nie vorher gewrestelt haben, bis auf eine und die in dieser Show sehr stereotype Charaktere spielen und gleichzeitig ihre Everyday Struggles, die alle sehr einzigartig sind,
durchleben. Ne? Ja, gut formuliert. Noch ganz kurz zu die ersten zwei Staffeln ging es hauptsächlich darum, wie die Show weitergeht und überhaupt, dass die, also in der ersten ging es darum, dass sie zusammenkommen und dass sie wresteln zusammen. In der zweiten Staffel geht es darum, dass die Show irgendwie Probleme hat, am Leben zu bleiben und es finanzielle Probleme gibt und dass sie sich quasi vom einen Tag auf den nächsten irgendwie hangeln oder zumindest vom ne? Und am Ende von der zweiten Staffel, ab jetzt sind Spoiler für diejenigen, die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen haben, sonst können wir nicht über diese reden. Am Ende von der zweiten Staffel kriegen sie einen Vertrag mit einem Hotel in Vegas, ein Casino-Hotel, also Vegas halt. Wie wir alle Hotel-Casinos da so ziemlich. Genau. dessen Main Act sie werden sollen, die quasi jeden Abend ihre Show abziehen, jeden Abend die gleiche Show abziehen und somit halt Gäste ranlocken. So ein bisschen ein ja, ne, was für andere Hotels die Siegfried und Roy sind oder für andere die Showgirls sind hier halt ja. Die Gorgeous Ladies of Wrestling. Und das ist unser Einstieg in die Serie. Joe! Wie fandest du diese Staffel? Ach, ich wollte tatsächlich erstmal dich fragen, so als voller Serien-Newbie. Ich weiß gar nicht jetzt, ob ich im Podcast schon mal drüber geredet habe, aber ich bin ein ziemlich großer Fan dieser Serie, also der ersten zwei Staffeln jetzt so viel schon mal. Ich mochte die dritte auch, ich glaube, das kann ich schon mal sagen, sogar sehr. Aber ich war ein sehr großer Fan eben der ersten zwei Staffeln, hatte Lise die Chance, drüber zu reden. Deswegen freut es mich, dass ich jetzt drüber reden kann. Und vor allem, dass du dir tatsächlich einfach die Mühe gemacht hast und die ersten zwei Staffeln noch durchgezogen hast. Angenehm ist die Serie ja zu schauen, weil die Folgen gar nicht mal so lang sind. Also bewegen sich alles so in der halben Stunde irgendwo um den Dreh, mal plus minus ein paar Minuten. Deswegen würde mich jetzt kurz bei dir interessieren, wie du zu den ersten zwei Staffeln oder und dann so, also wie dein Einstieg in die Serie war, bevor wir jetzt über die dritte Staffel gleich reden. Also so, warum? Mein Einstieg war, dass ich gerade eh Bock auf Wrestling habe und du dann meintest, hey, lass uns doch mal hier Glow Staffel 3 reviewen oder hast halt in die Gruppe geschrieben, hey, wer will mit mir Glow Staffel 3 reviewen? Und ich dachte, ah, ich habe gerade eh Bock auf Wrestling, ich habe von der Serie schon viel Gutes gehört von vielen Leuten, gucken wir uns einfach die Serie an. Und ich habe halt gerade Urlaub, deshalb konnte ich das jetzt so durchsuchten über die letzten Tage. Also wir leben das hier gerade am Mittwoch auf, ne? Montag, Dienstag habe ich quasi fast komplett Netflix geguckt. Fuck. Na, nicht ganz, aber ja. Also heute habe ich dann die dritte Staffel voll zu Ende geschaut. Und die ersten beiden Staffeln waren jede für sich sehr einzigartig. Die erste ist so fast ein bisschen Heroes Journey ein Stück weit, weil es so, ne, du hast diese 80er Jahre Trainingsmontagen und du hast so diese, sie werden immer besser und sie kriegen ihren Spot und sie kämpfen sich durch die Schwierigkeiten durch. Finden als Gruppe zusammen und so. Ja. Genau, und man merkt auch, wenn man sich so die IMDb-Bewertungen anschaut, gerade die Wrestling-fokussierteren Folgen sind die, die häufig am besten bewertet werden. Ne? Also wenn eher das Wrestling im Mittelpunkt steht und weniger so deren Probleme untereinander oder deren persönlichen Geschichten. Und das ist auch das, was ich erwartet hätte, weil ich hatte erwartet, dass es eine so auf Frauen gerichtete Serie ist, was so ihre eigentlichen Themen angeht und gar nicht so das Wrestling, das dann immer mehr so ein bisschen zum Nebenspektakel wird. Gerade das hat mich am meisten irgendwie gefesselt. Also das Wrestling war ein cooles Beiwerk. Das war so, ne, also wie sie in dieser Staffel sagt, oder ich weiß nicht mehr, in welcher Staffel es war, wie halt irgendwie dieser Typ von diesem Stripclub sagt, come for the titties, stay for the wings. Ne? Come for the wrestling, stay for the drama. Ich bin fürs Wrestling gekommen, stay for the drama. Genau so war es für mich. Und deshalb haben mir die Staffeln auch prozedural immer besser gefallen. So die erste Staffel ist ja sehr Wrestling-basiert und sehr, da geht es natürlich um dieses persönliche Ding zwischen Alice, also zwischen Ruth und Debbie. Ruth und genau, ja. Dass Ruth mit Debbies Mann da noch Mann schläft und das dann die beiden auseinandertreibt und das ist so das Hauptdrama von der ersten Staffel und das geht ja auch bis in die zweite Staffel, bis zur Mitte rein. Und das hat mich halt schon gefesselt, weil du willst halt wirklich wissen, so okay, die brauchen gar nicht viel erzählen über die Freundschaft zwischen den beiden und trotzdem fühlst du total mit, dass sie so auseinanderbricht. Yeah. Und das war so das, was mich die ganze Zeit dabei gehalten hat. Und dann finden sie halt immer neue Sachen, die einen dabei halten und die anderen Charaktere bekommen immer mehr Gewicht. Und ich finde das so geil, wenn du am Anfang
mit aus den Augen der Protagonistin auf die anderen Charaktere triffst und nach stellt sich raus, das sind ja auch alles Menschen mit ihren eigenen Geschichten, ja, die vielleicht am Anfang ein komisches Gimmick mitbringen. Ne? Ich denke an Sheila, das dann immer ernsthafter wird und wo man merkt, hey, da steckt wirklich jemand dahinter, die eigentlich ein Problem hat oder mit dem Leben einfach nicht anders klarkommt und halt das ihr Ventil ist. Und das ist einfach so menschlich und das fehlt mir in vielen Serien. Ich liebe das, wie das jetzt in der dritten Staffel exploriert wurde. Genau, das führt mich jetzt zur dritten Staffel, die ich großartig fand. Und jetzt musst du sagen, wie du es eigentlich fandest. Du durftest ja bisher noch gar nichts über die Serie sagen. Alles gut. Ja, ich kann alles nur unterschreiben, was du über die ersten zwei Staffeln gesagt hast. Das ist auch genau, was mir so gut gefallen hat. Mir haben die Staffeln auch Stück für Stück immer besser gefallen. Also ich finde die erste sehr gut, die zweite super und die dritte ist, glaube ich, mein Favorite. So, also ja. Ist natürlich jetzt, weil ich sie gerade auch erst gesehen habe, aber... Ich habe sie ja erst alle in Reihe gesehen und ich kann nur unterschreiben, dass ich die dritte am besten fand. Ja, also und das liegt vor allem halt natürlich auch daran, oder auch an der Vorarbeit, die die ersten zwei Staffeln quasi liefern für die ganzen Charaktere. Mhm. Weil was wir jetzt hier an der dritten Staffel, was mir da richtig gut gefallen hat, ist, wie schön und organisch jede einzelne dieser Frauen ihre eigene kleine Geschichte bekommt. Und jeder Charakter so ein bisschen tiefer erkundet werden kann und sein eigenes kleines Drama hat. Das funktioniert natürlich nur, weil eben die ersten zwei Staffeln die so gut aufgebaut haben und so sympathisch gemacht haben und man so die Gruppe lieben gelernt hat und alle wegen ihren Quirks. Und ich fand's so lustig, weil halt gerade in der ersten Staffel natürlich zwangsläufig ein paar der Charaktere zu kurz kommen, einfach weil natürlich der Fokus auf Ruth und Debbie ist. Und da die Charaktere, die da Nebencharaktere sind, auch in der Wrestling-Show so stereotype Charaktere spielen. Ja. Also die etwas dunkelhäutigere spielt dann halt die Terroristin und die einzige Asiatin spielt einen super stereotypen asiatischen Charakter und so weiter. Ja, und die dicke Schwarze spielt hier Welfare Queen. Ja, furchtbar. Oh, so übel. Also ne, in der Show nicht, also ja. Ja. Ihr wisst Bescheid. Und ich liebe es, wie die jetzt halt hier in dieser Staffel und in der zweiten natürlich auch schon ein bisschen mehr, aber gerade in dieser Staffel jetzt alle von ihrem etwas mehr stereotypen Nebencharakter-Dasein so richtig in den Mittelpunkt gehoben werden. Und so richtige Protagonisten ihrer eigenen Geschichten werden. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und die Staffel tackelt einfach so viele Dinge. Und was mich total begeistert hat, es gibt einen Zeitsprung in der Staffel irgendwann, der A, saugeil gemacht ist und B, völlig überraschend kommt. Und finde ich ein sehr mutiger Erzählschritt war, weil du wie in keiner der anderen zwei Staffeln zuvor einfach das Gefühl hast, du erlebst richtig viel Geschichte mit dieser Gruppe mit. Und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also das hat alles so richtig Gewicht dadurch. Ja. Und es war wirklich für mich wirklich so ein Oh-Shit-Moment, wo dieser Zeitsprung kam. Und ich mir gedacht, oh mein Gott, was dadurch plötzlich alles für Möglichkeiten sind und was alles passiert sein kann. Und ja, das hat mich richtig geflasht. Ja. Und ich liebe es, was mit den ganzen Charakteren gemacht wurde. Ich muss dazu sagen, ich bin ein gigantischer Marc Maron-Fan. und lustigerweise, ich glaube, als ich die erste Staffel Glow damals, als sie rauskam, geschaut habe, kannte ich ihn noch nicht wirklich. Ja. Ich fand ihn in der Serie total gut, habe dann sein Comedy-Special auf Netflix gesehen, habe das angeschaut. Okay. Fand das super lustig. Und dann habe ich angefangen, seinen Podcast zu hören. Und für die, die es nicht wissen, Marc Maron ist so einer der allerersten Podcaster. Ach so. Der hat so mit einem der Ur-Podcast, ist einer der erfolgreichsten Podcaster der Welt. Hat jetzt gerade irgendwie vor kurzem seine 1000. Show released. Es ist so ein klassisches Interviewformat, also er hat immer irgendwelche Gäste, die er interviewt, 2-3 Mal die Woche. Und dadurch, dass er halt so bekannt ist, er hat so Barack Obama interviewt und so, ne? Ah, okay. Und ich fand es total lustig, weil ich glaube jetzt so zwischen Staffel 2 und 3 hatte ich dann so angefangen, seinen Podcast richtig zu hören, so halt jede Woche. Und es war total weird, ihn jetzt dann zu sehen, weil ich seine Stimme halt jede Woche ein paar Mal im Ohr habe. War plötzlich sein Charakter nochmal ein ganz weirdes, anderes Erlebnis. Es ist witzig. Dazu muss ich auch noch sagen, also wenn eine Person für eine Rolle geschaffen war, irgendwann, dann ist es eher für die Rolle, die er in dieser Serie spielt. Weil, das ist auf eine gewisse Art und Weise er. Und ich liebe es auch, jetzt quatsche ich die ganze Zeit über Marc Maron, aber das muss ich noch sagen, ich liebe es, wie sehr, also Glow war so seine erste richtige Schauspielrolle,
Der hatte irgendwie eine eigene Serie mal eine kurze Zeit lang, aber Glow hat ihn erst so richtig bekannt gemacht. Und jetzt ist er zum Beispiel im neuen Joker-Film, hat er eine Rolle und so. Also jetzt bekommt er lauter Rollen plötzlich, was ich sehr feiere. Okay. So, das war mein kurzer Marc Maron-Fan-Moment. Ich mag ihn auch. Ich mag die Entwicklung, die er durchlebt durch die Serie, aber... Ja, klar. Ja, ich liebe es auch, dass in dieser Staffel seine Tochter wieder vorkommt. Ja. Das war so mit auch einer meiner, also A, weil ich die ganze Storyline zwischen den beiden liebe und sie als Schauspielerin auch total gut finde, den Charakter total gut finde und auch super fand, was sie in der Staffel mit ihr gemacht haben. Ja, in dieser Serie erinnert sie mich immer ein bisschen an die junge Aubrey Plaza in Parks and Rec. Also ist ähnlich geschminkt, hat ähnliche... witty Kommentare die ganze Zeit. Ja. Hat, glaube ich, auch, also ich glaube, Aubrey Plaza hat in Parks and Rec auch eine Zeit lang Bangs, wie heißt das, ein Pony. Und sie hat ja auch dieses Pony, zieht sich ein bisschen edgy an, ne? Edgy Teenager. Mhm. Punk. Ja, ein bisschen punky. Ja. Das ist ein cooler Subplot, aber ich fand ein bisschen, der hat mir so halb gut gefallen dann. Also, zweite Staffel, da fand ich ein bisschen so, okay, ich weiß, in welche Richtung das gehen wird. Und in der dritten so, super, dass sie sich jetzt so reconcilen und dass er jetzt irgendwie eine normale Beziehung hat in seinem Leben. Und nicht alles. Ja. Also, aber gleichzeitig dachte ich die ganze Zeit, ja, aber scheiß auf ihn und ein bisschen auch scheiß auf seine Tochter. Ich will wissen, dass es Root gut geht. Es geht mir nicht um die anderen hier. Also natürlich geht es mir auch um die anderen, aber nicht um die beiden. Es geht mir um Ruth und es geht mir darum, dass Sheila glücklich ist. Es geht mir darum, dass wie heißt sie doch? Yolanda und, ich muss gerade durch alle durchklicken, und Arthi. Ja, Yolanda und Arthi, deren Namen werden selten gesagt. Ne? Ja. Manche werden häufig beim Namen genannt, aber manche Namen kommen gar nicht häufig auf. Aber halt das lesbische Pärchen. Mit denen habe ich mitgefühlt. Ich auch sehr. Also das ganze Identitäts-Subplot, den diese Staffel hat, hat mich emotional ziemlich mitgenommen. Gerade die letzte und vorletzte Folge, also auch Bashs Entwicklung, fand ich so großartig. Weil das war auch die ganze Zeit sowas, was ich mir gedacht habe, so, was geht da ab? Ne? Es wurde in den ersten beiden Staffeln nie explizit angesprochen, aber man dachte immer so, okay, zwischen ihm und seinem Butler da, das war nicht nur ein Butler, ne, da ging was. Yeah. Aber es wurde nie angesprochen und du hattest immer what's her face, Carmen, die wissend, ne, zu ihm rüberguckt, weil halt ständig bei ihr gecrashed hat und wahrscheinlich sich alles von der Seele geredet hat und sie einfach ein zu guter Freund ist, um das irgendwie jemandem weiterzuerzählen, weil er es nicht wollte. Right. So interpretiere ich das und das wird alles nicht gezeigt, das ist alles Subplot und jetzt kommt da im echten Leben an. Ne, jetzt kriegst du mit, was da eigentlich passiert durch die Interaktion mit mehr Charakteren. Und es ist einfach so gut inszeniert teilweise. Oder dann Dinge, von denen du denkst, da ist irgendwas, dann entwickelt es sich nach und nach. In anderen Serien hättest du sowas total Holzhammer. Gerade Ruths Schwangerschaft in der zweiten Staffel. Oder ersten. Ich glaube, es war in der ersten. Ne, die so innerhalb zwar jetzt nicht über, sorry, mir ist gerade was runtergefallen, die jetzt nicht über mehrere Folgen, natürlich nur innerhalb einer Folge, aber wo du denkst, so irgendwas ist mit ihr los und, ne, und du quasi machst ihre Entwicklung mit ihr gemeinsam, also diese bis zur Erkenntnis, okay, ich bin schwanger, das machst du mit ihr mit. Ne, es ist nicht so, demonstrativ, der weibliche Charakter ist in einer normalen Situation und plötzlich wird ihr schlecht und sie kotzt irgendwo rein. Oh nein, sie muss wohl schwanger sein, sondern nee, es ist so ein, irgendwie, irgendwas fühlt sich gerade komisch an und irgendwie geht es mir nicht so gut und was ist denn los, was ist denn los mit mir? Und ich hatte keine Periode mehr und dann merkst du so langsam, ne, eine fragt nach Tampons und sie sagt, sie hat keine Tampons und dann, und dann denkt sie nach so, warum habe ich keine Tampons? Ich habe ewig keine mehr gebraucht, ne? Und diese, das ist so gut erzählt und das ist in dieser Staffel genauso weitergeführt wie in den anderen Staffeln und dafür liebe ich diese Serie so sehr und ich will, dass eine vierte Staffel gemacht wird, mein Gott. Ja, ich hoffe inständig, dass die Serie weitergeführt wird. Ja. Fucking Netflix, Alter. Dass man da immer ab der dritten Staffel denken muss, okay, hoffentlich. So mit der dritten Staffel haben sie es irgendwie, Netflix, ne? Ja, total. Es geht so, ich
gucke das nicht, aber eine Freundin meinte vorhin zu mir, dass das in Dear White People tatsächlich sogar innerhalb der Serie angesprochen wird, dass Netflix in der dritten Staffel die Serien cancelt. Okay. Also sie quasi die vierte Wand brechen. Oh, krass. Ja, also ich kann nur hoffen, dass ich habe kein Gefühl dafür, wie erfolgreich Glow ist, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, jeder hört immer davon. Es ist ja eigentlich ganz schön viele Preise abgeräumt. Ja, ne? Voll. Also deswegen, ich hoffe, es ist erfolgreich genug. Es hat gute Bewertungen, aber es hat halt nicht viele Bewertungen und das macht mir Angst. Ja, genau. Es hat kaum Bewertungen eigentlich. 128 User-Bewertungen bei einer 3-Staffel-Serie auf Netflix. Mhm. Das ist nicht viel auf IMDb. Wirklich nicht viel. Und klar ist IMDb vielleicht auch nicht unbedingt die Frau. Wo nimmst du jetzt die 128 her? Das wird mir hier angezeigt. 128 Reviews, User-Reviews. Für eine Folge? Weil die gesamte Serie hat 32.000 bei mir. Oh ja, ich habe auf eine Folge geklickt und deshalb, okay, alles klar. Right, okay, weil bei der ganzen Serie, das wäre tatsächlich sehr wichtig. Ja, das wäre wirklich nichts. Ja, okay. Ja, nee, ich habe bei einer Folge geguckt. Ja, aber ich habe so halt, weil Netflix ja auch seine Zahlen nicht veröffentlicht und so weiter, es ist so schwammig. Ich höre immer relativ viel über die Serie geredet wird, immer wenn eine neue Staffel rauskommt, aber ich kann es schlecht abschätzen so. Ja. Und das macht mich immer so ein bisschen nervös. Und gerade auch, wie diese Staffel halt endet. Also das, also, ne? Mhm. Jesus. Ich brauche mehr. Sehr viel mehr. Ja, ich brauche auch mehr. Und also ja, eben, es ist halt so ein halboffenes Ende, ne? Es könnte damit auch vorbei sein. So, man könnte theoretisch einigermaßen zufrieden sein damit, was aus den Charakteren ist, wird am Ende. Also es würde mich nicht komplett killen, wenn es keine vierte Staffel gäbe. Also ich wäre nicht komplett untröstlich, sagen wir es so. Mhm. Ich könnte vielleicht nach ein paar Wochen in mein Kissen weinen, damit zufrieden sein, was ich jetzt gekriegt habe. Aber natürlich will ich auf jeden Fall eine vierte Staffel und ich kann euch alle auch nur dazu animieren, guckt euch diese Serie an. Ihr werdet total hooked sein, garantiert. Ja, es ist eine meiner absoluten Lieblings-Netflix-Serien, muss ich sagen. Also einfach auch, weil es ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, es ist nicht so ein Commitment auch. Einfach weil es sind 10 Episoden, 30 Minuten, das ist nicht so ein wahnsinniger Berg an Serie, den man sich da reinziehen muss. Gerade mal 6 Stunden, das kriegst du an einem Tag durch, wenn du nur das machst. Es ist super entspannt, man kann hier und da mal eine Episode schauen, eine halbe Stunde lässt sich auch gut irgendwo reinquetschen mal. Und genau, das ist so, ich finde, diese Serie hat genau die richtigen Längen immer. Die haben irgendwie so einen perfekten Ton getroffen, den es so sonst nicht gibt, finde ich. Ja. Der sehr einzigartig ist. Einfach weil, ne, es ist keine Comedy, es ist schon mehr Drama, aber irgendwo so dazwischen, es ist super unterhaltsam, es ist quirky, es ist cheesy manchmal, wenn es sein will. Mhm. Ich finde, es ist eine sehr einzigartige Serie. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine neue Staffel zu sehen kriege. Und wenn ich schon das Logo sehe, da denke ich mir, yes. Es sind auch wahnsinnig gute Schauspielerinnen, die da so gecastet sind. Also die halten dich auch mit bei der Stange. Ja, total. Ja, durch die Bank. Einfach jeder Charakter macht da einfach Spaß. Also ich kann nur wärmstens empfehlen, die Serie, also wenn man die Serie bisher noch nicht gesehen hat und ganz besonders dann natürlich die dritte Staffel, wenn man die noch nicht gesehen hat, ist schon, finde ich, die beste bisher. Schön. Das war wunderbar. Unsere kleine Fanboy-Einlage zu Glow. Aber hallo. So gut. Am liebsten hätte ich eigentlich noch eine negative Stimme darüber gehört, um irgendwie so als Reality-Check, weil wir es jetzt gerade so abgefeiert haben. Mein Gott. Aber gut. Ich meine, vielleicht ist es auch ein Qualitätsmerkmal. Ne? Es gibt bestimmt Leute, die Serie nicht mögen. Ja, bestimmt. Ich habe tatsächlich noch nie was krass Negatives drüber gehört. Deswegen, guck mal durch die User-Reviews auf IMDb. Ja, da fange ich gar nicht mit an. Oh, obwohl. Also ich sehe hier nur. Ah, hier. 5 von 10. Krass negativ. Mega negativ. Ich habe es, glaube ich, selten gehabt, dass ich auf eine Serie klicke auf IMDb und dann runterscroll und dann auf mehr Anzeigen klicken muss, bis ich mal eine 2 von 10 Bewertung finde. Ne? Also die Leute, die es gucken, es sind scheinbar nicht viele, aber die Leute, die es gucken, sind wahnsinnig positiv gegenüber der Serie eingestellt. Ich finde da gar nicht was ich jetzt nicht mögen könnte. Weißt du, die hat so einen Charme, die nimmt einen so ein mit. Die ist so liebenswert, die Serie. Ich meine, ich weiß, dass ich vor 5 Jahren die Serie vielleicht nicht so gut gefunden hätte, wie ich sie jetzt finde. Mhm. Also es gibt einige Elemente, die den 21-jährigen Luke bestimmt zu traurig gemacht hätten. Okay. Also da war ich, glaube ich, auch noch simpler. Es gibt schon ein gewisses, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so verallgemeinern kann, aber ich glaube, für Kerle gibt es ein
gewisse emotionale Reife, ab der man erst sowas angucken kann und es gut findet. Sure, also manche ja, Subplots, ja, ich denke jetzt auch nicht nur an die, also gerade so Stranger Things, dritte Staffel, dieser eine Subplot, von dem du weißt, welchen ich meine, das ist ja halt so, 21-jähriger Luke hätte sich da persönlich angegriffen gefühlt und der 26-jährige Luke denkt sich, ja, aber so ist das Leben, Alter, das passiert halt. Wisch dir den Staub vom Jackett und mach weiter. So gibt's halt einige Subplots in Glow, die irgendwie tragisch wären, wenn ich da weniger mich damit darauf einstellen könnte, dass menschliche Beziehungen unweigerlich dazu führen, dass halt auch mal jemand verletzt wird oder dass jemand irgendwie nächtelang nicht schlafen kann. Ja. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass das Leben halt so läuft und dass man da aber auch durchkommt, dann gerade dann ist so eine Serie halt auch sowas, wo man noch mehr mit den Charakteren mitfühlen kann, sich drauf einlassen kann. Und das hätte ich vor 5 Jahren halt noch nicht tun können. Ich meine, ja, man verändert sich ja auch. Das, ja, genau. Und also damit will ich sagen, vielleicht ist es auch nicht eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich glaube, es gibt schon einige Leute, die es nicht so gut fänden, weil sie sich vielleicht auch nicht so drauf einlassen wollen auf so eine. Es ist ja schon eine sehr emotionale und charakterbasierte Erzählung und manche Leute wollen sich da vielleicht auch nicht so drauf einlassen, sondern wollen einfach Lightweight Entertainment und ich finde nicht, dass es das ist. Nee, ich würde es auch nicht sagen, dass es Lightweight ist und klar, es handelt von Frauenwrestling, aber wirklich das Wrestling ist jetzt nicht der Hauptfokus. Also es kommt nicht in der dritten Staffel kaum noch vor eigentlich. Ja, es ist halt deren Job. Ja, genau. Und dann geht es um alles, was darum rum ist. Und natürlich, das Wrestling hat einen Einfluss und alles, aber das ist jetzt keine Show, in der man jetzt irgendwie ständig Wrestling-Matches sieht. Im Gegenteil. Genau. Es wird ein Job wie jeder andere auch. Es wird ein Trott wie jeder andere Job irgendwie auch. Genau. Das Novum ist weg für die Mädels. Ja. Und gerade das wird das Interessante in dieser Staffel. Voll. Wo davor quasi, dass sie wrestlen, ist interessant. Und jetzt, dass sie wrestlen, ist eigentlich nur noch so ein Nebenschauplatz. Und wie sie damit klarkommen, dass es jetzt zum Nebenschauplatz wird, das ist so die. Ne? Also Ruth fragt ja nicht umsonst irgendwie in einer Folge, was mache ich mit meinem Leben gerade eigentlich? Ja, ne? Genau. Verschwende ich mein Leben oder. Und ich glaube, das ist was jeder in jedem Job irgendwie an einem gewissen Punkt hat. So, verschwende ich gerade eigentlich meine Zeit? Mache ich das Richtige? Mache ich was mich glücklich macht? Weil völlig egal, was du tust, du kommst immer in so einen Alltagstrott rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, außer du machst gar nichts, aber selbst dann kommst du in den Alltagstrott. Klar, unweigerlich. Also ja, so ist der Mensch alles, halt. Was irgendwie wiederholt wird. Nee, deswegen finde ich ja auch gerade Debbies Charakter so interessant, weil die ganz anders drauf reagiert und ganz andere Ambitionen hat und Dinge tut wie andere Charaktere und immer so ein bisschen abseits von der Gruppe ist und dann wieder nicht. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Dynamik, die mit der Gruppe hat und mit Ruth natürlich auch und so weiter. Wer ist der Charakter, mit dem du dich am meisten identifizieren könntest von allen? Wer ist Debbie? Weil es wäre mein Tipp tatsächlich. Schon auf eine gewisse Art, ja klar. Ne, also so dieser Entrepreneurial Spirit und so, das ist ja schon auch was, wo ich dachte so, das sagt dir, das ist bestimmt ein Charakter, bei dem du die ganze Zeit so denkst, jetzt setzt sie sich durch gegen die Männer. Ja, genau. Wird zum Producer und so weiter, ja. Nee, auf jeden Fall. Ich lustigerweise, also, aber das ist bei mir immer so, in der ersten Staffel habe ich lang Britt Barons Justine, die dann sich als Mark Marons Tochter rausstellt, gedacht. Aber einfach, weil die halt so als Punk-Kid rumläuft, was ich in der Schule immer war. Deswegen, ich habe automatisch immer so eine Sympathie für den Außenseiter-Charakter, der sich irgendwie schwarz anzieht. Ja. Immer automatisch erstmal. Aber es ist wahrscheinlich schon Debbie, du hast schon recht. Ja. Zumindest halt ab Staffel 2, 3, dann, wenn sie eben diesen, wenn sie ihre Entwicklung durchmachen. Ja. Und bei dir? Ich glaube, es ist auch bei jeder Staffel irgendwie anders. Ich glaube, in der ersten Staffel war es Ruth auf jeden Fall, weil es ist so, ich weiß nicht, diese Charaktere, die einen Fehler gemacht haben und dann mit diesem Fehler leben müssen, mit denen fühle ich sofort mit. Das ist so, auch wenn mir das eigentlich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht noch nie in dem Ausmaß passiert ist, aber halt so mit diesem Fehler zu leben, dass du gerade was zerstört hast, was vorher anders war, das ist schon ein Gefühl, das kenne ich auf jeden Fall. Und damit kann ich mich wirklich gut identifizieren und da fühle ich sofort mit, weil ich denke so, natürlich ist es ihre Schuld, aber mein Gott,
Ne, was soll ich jetzt noch ändern? Und das ist so eine ja, unlösbare Problematik, an der ich mich irgendwie festsauge und von der ich hoffe, dass es irgendwie sich aufweicht und weiß natürlich, es wird sich nicht lösen. Es wird nur langsam irgendwie weniger wichtig und vielleicht wird es irgendwann mal wieder einigermaßen okay zwischen den beiden. Und ohne jetzt zu spoilern, kann ich ja sagen, so ne, zur dritten Staffel hin wird es ja wieder einigermaßen okay zwischen den beiden. Es ist nicht mehr das Hauptthema. Ne? Beide haben sich weiterentwickelt. Beide haben jetzt irgendwie andere Männer in ihrem Leben, andere Themen in ihrem Leben. Und entsprechend wurde es so, während der zweiten Staffel blieb es ganz lang Ruth auch. Ja. Und dann war es kurz Rhonda tatsächlich. Mhm. Weil das war so, ich glaube, das ist so ein bisschen Außenseiter-Pick. aber Rhonda war so, vor allem die letzte Folge halt, ne, also mit ihrer Hochzeit. Ja, ja, ja. Das war so die totale Hoffnungslosigkeit, von der du, also sie weiß ja gar nicht, was sie eigentlich will. Nee, und ob das nicht überhaupt das Richtige ist, was sie tut. Und das habe ich total mitfühlen können. Ja. Aber es gab so viele Charaktere in der zweiten Staffel, die ich interessant fand. Also gerade Tammy, also Kia Stevens, die Welfare Queen, ihr Subplot mit ihrem Sohn und jetzt in dieser Staffel, ne, ihre gesundheitlichen Probleme und so, das war auch was. Ich fand auch Alan Wongs Charakter in dieser Staffel tatsächlich sehr gut. Ja, wollte ich gerade sagen, sie oder Bash. Bash war, Weil Bash so in den ersten beiden Staffeln, er macht so eine wahnsinnig gute Entwicklung durch. Ja, er war so immer der exzentrische Millionärssohn, der halt so ein bisschen halt. Und dann plötzlich hat er Geldprobleme und, ne, und dann wird's immer, und dann wird er immer menschlicher. Ne? Anfangs ist er ja so ein Wesen aus einer anderen Welt und du denkst dir so, okay, der ist jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Folgen irgendwie dann weg. Ja. Und dann bleibt er aber und lässt sich irgendwie auf diese Gruppe von Mädels ein, ne? Und du denkst dir die ganze Zeit, warum macht er das eigentlich? Und ich habe immer gedacht, so, okay, heiratet er jetzt, ne? Und vielleicht habe ich deshalb auch so mit Rhonda noch mitgefühlt, weil heiratet er sie jetzt einfach nur, um quasi seiner Mutter gegenüber die Fassade zu zeigen, so, hey, ich bin ja doch hetero und, ne? Und jetzt stellt sich raus, ne, es ist eigentlich. Er baut da doch eine ernsthafte Beziehung zu ihr auf und dann wird es so süß menschlich, ne, in dieser einen Folge, wo sie krank wird. Ja. Es ist so, ja, er ist so ein Teenager im Körper eines Erwachsenen, der irgendwie durch sein Erwachsenwerden durchstolpert und das. Das ist gut gesagt, ja. Das wird wirklich, und trotzdem hat er so viele emotionale Momente, wo du merkst, dass da ist ein Mensch dahinter. Deshalb war so ein bisschen der Sleeper-Hit für mich in dieser Staffel. Aber Alan Wong war großartig. Also die Camping-Folge. Ne? Die Camping-Folge allgemein war super, aber ihr Moment war natürlich. Ja. Die ging richtig unter die Haut. Eigentlich hätte man da, ne, aber du wirst auch voll in das reingezogen. Also jetzt wird es ein bisschen spoilerig, aber ne, also du hörst, kommt aus Kambodscha und du denkst nicht über die Killing Fields nach. Du denkst da nicht drüber nach, weil das hat man nicht auf dem Schirm. Das ist nicht einer der Genozide, über die man nachdenkt viel. Auch wenn man vielleicht mal gehört hat, dass es das gab und dass das existiert und dass in Kambodscha einer der, ne? Und wenn es dann plötzlich so real, und das geht den anderen Charakteren ja auch so. Ja, voll. Also dieser Oh-Fuck-Moment, der ist ja sowohl bei dir als auch bei den Charakteren, außer du bist direkt betroffen gewesen oder hast dich damit beschäftigt oder so. Aber insofern ja, also Jenny war auch wirklich cool. Ja, ich fand auch hier die Annäherung zwischen ihr und Melanie. Melanie, Chucky, genau. Tons Charakter dann, also ich versuch's nicht zu spoilern, aber was zwischen denen war, wieder gut zu machen oder kann es überhaupt gut gemacht werden und dann wahrscheinlich nur über irgendwie einen Austausch und Verständnis und, ne, also ganz interessant und emotional. Und dann wird es eigentlich aufgelöst in einem sehr schwerwiegenden, aber trotzdem kleinen Moment, ne? Ja. Also eine Geste reicht eigentlich, um dann dieses ganze Verständnis, das da plötzlich auftaucht, zu lösen. Ah, krieg gleich Tränen in den Augen, wenn ich nur drüber nachdenke. Das ist so gut. Ja, und Sheila natürlich. Ich meine Sheila. Und Sheila, die muss man einfach lieben. Ja, so der Außenseiter-Charakter, der mehr und mehr aus ihrer Schale rauskommt. Das ist halt so quasi. Vor allem auch so ein Charakter, der zwei Staffeln, also die hat schon was zu tun gehabt, aber die war immer so ein, nicht Comic Relief, aber die hatte jetzt nie so das Gewicht der wichtigen Storylines über zwei Staffeln hinweg. Und jetzt plötzlich, Jesus, tritt sie da in den Vordergrund über eine ganze Zeit lang und
Es ist fantastisch. Ich meine, das ist so fast ein bisschen mein Self-Insert, ne? Mhm, weil klar war ich kein Wolf während der Schule, aber ich war sehr in mich gekehrt und ja, der Comic Relief vielleicht auch manchmal. Und wenn ich dann auf der Bühne stand, war es halt anders. Und insofern ist, glaube ich, sie der Charakter, mit dem ich wirklich am meisten identifizieren kann von allen. Yes. Mhm. Davon abgesehen ist Carmen ja eigentlich. Carmen ist die Beste. Und es ist so cool, dass sie wird auch immer so als die Beste betitelt. Ne? In der letzten Folge ist es ja auch so, dass Ruth zu ihr sagt, du bist ja eigentlich das Rückgrat von der Gruppe, ne? Das Herz der Gruppe. Und das war sie eigentlich von Anfang an. Und warum die Gruppe überhaupt existiert. So, ne? Ja, genau. Das war sie von Anfang an. Und das ist so toll. Und wenn man dran denkt, ne, an die erste Folge, dass es ja eigentlich einen Moment gab, in der Ruth nicht mehr dabei wäre wegen ihr. Ja. Schon krass, ne? Wie weit sie gekommen sind. So Guckt euch Glow an. Schaut euch Glow an. Jetzt haben wir, glaube ich, nochmal das Doppelte an Zeit oben drauf gelegt, seitdem wir uns fast verabschiedet hätten. Ja. Das sagt einiges darüber aus, wie gut wir die Serie finden. Ja. Ja, schaut es euch an und lasst uns wissen, wie ihr sie fandet. Ja, ich bin ein großer Fan. Ich auch. Aber dann würde ich doch jetzt mal sagen, in diesem Sinne. Aber ich weiß jetzt nicht, welches. Ich schätze mal, Once Upon a Time in Hollywood kommt jetzt als nächstes. Deswegen leite ich weiter zu mir oder mir und jemand irgendjemand anders. Weißt mal du nicht? Schauen. Vielleicht komme ich auch aus Schottland dazu mit einer schlechten Telefonaufnahme. Ja, genau. So ins Handy reingelabert. Ja. Also, wir wissen so nicht, wir nehmen das sehr früh auf. Deswegen viel Spaß bei was auch immer jetzt als nächstes kommt. Yay! Ach du Scheiße. Das war Polanski. Das war Roman Polanski. Er wohnt inzwischen einen Monat da drüben. Sehen jetzt zum ersten Mal. Ist ja irre. Gottschalt. Hier bin ich, total in der Krise. Und wer wohnt nur eine Tür weiter? Der Regisseur von Rosemary's Fucking Baby in Person. Polanski, der heißeste Regisseur in der Stadt, vermutlich auf der Welt. Das ist mein direkter Scheiß-Nachbar. Zu fassen, Scheiße. Ich meine, wer weiß, was passiert? Es fehlt vielleicht nur eine Poolparty und ich bin der Star im neuen Polanski-Film. Und da bin ich schon wieder alleine. Also hier der Johannes mit einem Review zu Once Upon a Time in Hollywood. Der neue Film von Quentin Tarantino, über den ich wahrscheinlich nicht viel mehr sagen muss. Der ist ja einer der wenigen Regisseure, bei denen tatsächlich der Name einfach so geläufig ist für die meisten Leute. Was ich ja immer sehr beeindruckend finde, wenn ein Regisseur diesen Sprung schafft. Einfach eine Person, die nicht vor der Kamera ist. Ich glaube, es gibt weltweit vielleicht so 10 Regisseure oder so, bei denen du die meisten Leute auf der Straße ansprechen könntest. Und die würden wissen oder hätten den Namen zumindest schon mal gehört. Also Quentin Tarantino ist auf jeden Fall einer davon. Wie immer, wenn ein neuer Tarantino-Film rauskommt, ist er heiß erwartet. In diesem hat er auch einen ziemlichen All-Star-Cast zusammengestellt aus Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Al Pacino und eine ganze Menge anderer. Und wer den Podcast schon länger hört, in unserem alten Format hatten wir immer die News und wir haben ja schon jetzt bestimmt 2-3 Jahre oder so. Ja, 2 Jahre oder so, immer wieder von diesem Film gehört. Es hieß dann ganz am Anfang so, Quentin Tarantino will einen Film über die Manson-Morde machen, wo Colin und ich da uns damals ja gefragt haben, das ist schwierig. Es ist natürlich ein Thema, wo man vielleicht in Tarantinos Brechstangen-Stil vielleicht nicht so rangehen sollte oder für Feinfühligkeit ist er ja jetzt nicht bekannt. Aber wir haben uns überraschen lassen und ja, der Film handelt zwar von den Manson-Morden, also der führt zumindest, alle Storystränge laufen darauf raus, dass es dann am Ende dazu kommt, aber eigentlich handelt der Film von Leonardo DiCaprios Charakter Rick Dalton, der ein ehemaliger TV-Star ist oder ein TV-Star, dessen Stern so ein bisschen am Abklingen ist, der nicht mehr so bekannt ist, nicht mehr die geilen Rollen bekommt, jetzt nur noch in vielen Western-Serien und so immer den Antagonisten spielen kann. Das Ganze spielt übrigens im Jahr 1969, also wo halt auch die Manson-Morde stattgefunden haben, der sogenannten Golden Age of Hollywood. Und Brad Pitt spielt Cliff Booth, seinen Stuntman, sein Stunt-Double, der aber nicht nur Stunt-Double ist, sondern halt auch irgendwie sein Fahrer und der Arbeiten bei ihm zu Hause macht, wenn die Fernsehantenne zum Beispiel abgeknickt ist, dann repariert er die und so. Und der ist so ein bisschen der Handyman-Assistent für Leonardo DiCaprios Charakter.
Ja, und der Film handelt so größtenteils einfach von den beiden, deren Alltag und dass halt Leonardo DiCaprio Angst hat, dass seine Karriere eigentlich vorüber ist und er hat einen Produzenten gespielt von Al Pacino, der ihn überreden will, dass er italienische Western-Filme macht, weil da könnte er noch die Hauptrolle spielen und es könnte seine Karriere wieder beflügeln. Also so à la Clint Eastwood damals. Ist auch ne, ganz, ganz starke Referenzen auf diese Spaghetti-Western. Ja, und es ist vor allem ein, der Film ist vor allem halt ein Schwelgen im, im Golden Age Hollywood der 1969. Und ich muss sagen, so 100% gezündet hat er für mich nicht tatsächlich. Ich mochte den Film größtenteils schon. Ich fand ihn gut. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Tarantino-Filmen, jetzt nicht allen, also Tarantino ist schon, hat schon so auch so zwei, drei Filme, die mir jetzt gar nicht mal so gut gefallen, aber der Großteil gefällt mir schon sehr gut. Aber ja, er hat jetzt für, ich bin jetzt nicht aus dem Kino gekommen und habe gesagt, boah, geil, ich kann es kaum erwarten, den nochmal zu sehen oder war pumped oder sowas, sondern ich kam so aus dem Kino und habe mir gedacht, ich hab keine Ahnung, was der Sinn dieses Films war oder was der, was die Handlung dieses Films war auch oder was dieser Film mir sagen soll. Und das liegt vor allem daran, dass halt, ja, das Ganze läuft auf die Manson-Morde raus, aber Manson selber, also ich würde mal sagen, ich spoil wie immer natürlich jetzt, ich versuche nichts zu spoilern, aber so ein paar Sachen werde ich schon sagen, ein paar Kleinigkeiten, also zum Beispiel Charles Manson kommt halt einmal kurz vor und nicht mal wirklich prominent, also ja. Er hat eine Szene und noch dazu, also was noch dazu kommt, ist, dass zum Beispiel Margot Robbie, die Sharon Tate spielt, die eine wahre Person, also basierend auf einer echten Schauspielerin, die damals von der Manson Family ermordet wurde, die wandert den ganzen Film lang so ein bisschen durch die Szenerie, hat eigentlich nicht wirklich was zu tun, nicht wirklich was zu sagen und man verfolgt bei ihr immer nur so ein bisschen den Alltag und ich glaube, es ist schon so gedacht, dass man halt einfach Sharon Tate als Person kennenlernt, sie mögen lernt und sich die ganze Zeit aber im Hinterkopf denkt, aber ja, jetzt kommen ja bald die Manson-Morde. Das ist interessant, das funktioniert aber halt nur, wenn du weißt, schon vorher Vorwissen hast, also weil der Film auch ganz viel einfach, also der Film spricht Charles Manson nie an, der Film spricht auch die Manson Family nie an, sondern man, die sind Teil des Films, die kommen vor, aber wenn du nicht weißt, was es ist und nicht weißt, auf was es dann schlussendlich rauslaufen wird, dann ist man, glaube ich, relativ verwirrt über den Großteil des Films, warum, was zur Hölle das alles miteinander zu tun hat. Und vor allem, was Margot Robbie in dem Film macht, weil halt sie, der Haupt, ihre Hauptszene ist, dass sie mal eine Straße entlang läuft, ein Buch kaufen geht, dann beschließt, in ein Kino zu gehen, in dem ein Film läuft, in dem sie mitgespielt hat, sich reinsetzt und sich darüber freut, dass er bei den Leuten gut ankommt und vor allem ihre Szenen bei den Leuten gut ankommen. Sie hat literally nichts zu tun in dem Film. Und das ist so, ja, ich kann mir auf einer logischen Ebene so, kann ich mir ausmalen, was irgendwie damit gedacht war, aber so emotional funktioniert das halt für mich nicht so richtig. Schade ist auch, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, die übrigens, also die Performances sind durch die Bank super, was glaube ich zu erwarten ist. Gerade Leonardo DiCaprio als Spiel, also ist wirklich ein Charakter, der im Gedächtnis bleibt und für den hätte ich schon Bock, den Film nochmal anzuschauen, einfach weil der mir richtig gut gefallen hat. Leonardo DiCaprio und Brad Pitt funktionieren auch super zusammen, aber haben halt den Großteil des Films Szenen, die nichts miteinander zu tun haben, also Brad Pitt macht seine Sache, die Hälfte des Films fährt Brad Pitt einfach nur im Auto rum und hört Musik. Und das ist bestimmt cool, wenn man so einfach auf 60er Jahre Musik steht und so, aber naja. Und Leonardo DiCaprio, der hat halt natürlich am meisten zu tun als der Hauptdarsteller und dessen Szenen sind auch so mit das Beste für mich. Einfach weil es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er halt glaubt, er wäre irrelevant als Schauspieler. Und dann gibt es eine fantastische Sequenz, wo er an einem Western-Set einen Bösen spielt und ein 8-jähriges Mädel dabei ist, die quasi ein Mädel spielt in dieser Serie, die er kidnappen soll. Und die halt schon mit 8 Jahren professioneller eigentlich an ihre Schauspielerei rangeht als er und ihn dann am Ende dazu bringt, seine beste Performance sozusagen zu geben oder halt eine richtig gute Performance. All diese ganze Sequenz ist super fantastisch und macht richtig viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum mir der Film so deswegen trotzdem im Großen und Ganzen ganz gut gefallen hat, ist, dass halt ich als so Filmliebhaber und ich liebe Los Angeles, ich liebe Hollywood, dieses ganze Flair und so weiter. Und natürlich die Golden Age, also gerade die 60er, sind einfach eine faszinierende Zeit und das hat alles so mit einer gewissen Romantik verbunden und die bringt der Film natürlich super rüber und da merkt man einfach auch, dass Tarantino total auf diese Zeit steht und halt mit super viel Liebe zum Detail daran geht.
Und deswegen, das hat mir alles gut gefallen. Es hat halt nur nicht wirklich einen Sinn. Es ist mir wirklich so ein, also die ersten anderthalb Stunden sind einfach nur ein Schwelgen in dieser Welt, in dieser Zeit, in der Musik, in dem, ja, in der Werbung. Also es ist alles so bis aufs kleinste Detail runter durchstilisiert und durchorganisiert. Aber storymäßig ist es halt super dünn über den Großteil des Films. Und dann ist immer so mal reingestreut, dass wir dann die Manson Family auch mal kennenlernen, weil Brad Pitt mit denen zu tun hat. Auch das ist wieder eine fantastische Szene, weil alle Schauspieler, die halt, die Schauspieler und vor allem Schauspielerinnen, die Manson Family spielen, sind fantastisch und geben halt eine richtig gute Performance. Aber ja, das also gerade so die paar Leonardo DiCaprio-Sequenzen, die mir richtig gut gefallen haben, und die paar Brad Pitt-Sequenzen, die mir richtig gut gefallen haben, also gerade mit der Manson Family und so, das sind halt so Inseln in sonst einfach sehr viel Schwelgen und sehr viel Leere. Was eigentlich sehr uncharakteristisch für meinen Geschmack für Tarantino ist. Also ich meine, er zählt ja sehr gerne aus. Also in Glorious Bastards zum Beispiel ist er einfach, er hat Szenen, die einfach ellenlang gehen und einfach sehr ausschweifend erzählt sind. Aber das hier schießt halt irgendwie den Vogel ab, was das angeht. Und ich bin auch hinterher so aus dem Kino gegangen und habe mehrere Leute darüber reden gehört. Was zur Hölle war der Sinn dieses Films? Und warum, was zur Hölle ging in den ersten anderthalb Stunden ab, wo einfach nichts passiert ist? Und ich kann das total verstehen. Also ging mir ja zum Großteil einfach auch so. Ja, eine Sache, die mich, also wo ich wirklich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, ist, Brad Pitts Charakter ist super sympathisch, super gut gespielt, aber es wird zweimal gesagt oder mehrmals im Film gesagt, dass er seine Frau umgebracht hat und damit davon gekommen ist und nicht dafür bestraft wurde. Es wird mehrmals gesagt, es ist der Grund für eine Auseinandersetzung im Film, die er hat mit Bruce Lee von allen Leuten, aber es wird die ganze Zeit so ein bisschen so gespielt, als wäre es halt lustig. Und dieser Fakt allein hat mich super irritiert zurückgelassen, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll mit dieser Information, weil halt nichts daraus gemacht wird. Und das ist ja, also, ne, wenn das so stimmt, also wenn das so gemeint ist, dass er halt wirklich seine Frau halt ermordet hat und damit davongekommen ist, dann ist es halt einfach, dann macht er seinen Charakter halt so übel. Und ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, weil der Rest vom Film ist er halt einfach super sympathisch und der coole Typ und der coole Stuntman und dann, ich weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich weiß auch nicht, warum die im Film ist. Außer damit er sich mit Bruce Lee prügeln kann, was halt auch irgendwie keinen Sinn hat, dass es da ist. Super weird, das Ganze. Und da hatte ich so das Gefühl, fehlt da irgendwas? Ist da was, also, ne, haben sie da wieder was rausgeschmissen, was vielleicht Kontext gebracht hätte? Ich weiß es nicht. Aber so fand ich das einfach mega unnötig, diesen Fakt da einzustreuen. Gibt ihm auch nicht irgendwie eine Tiefe, weil er irgendwie nicht damit zu kämpfen hat. Oder ist auch, ne, bis auf diese Auseinandersetzung, die ja von anderen Leuten eingeleitet wird, er nie damit zu tun hat. Also ich weiß nicht, warum das in dem Film ist. Naja, so, zu guter Letzt würde ich ganz gerne noch auf das Ende eingehen, weil das Ende, ja, Tarantino ist dafür bekannt, dass er es mit geschichtlichen Fakten nicht so ernst nimmt. Das hat man spätestens bei Inglourious Basterds sehr deutlich gesehen. Was Ähnliches macht er hier auch. Ich will nicht zu tief drauf eingehen. Ich meine, man kann es sich ja wahrscheinlich denken, aber auch hier hatte ich so gehört, oh, das Ende ist so krass und so abgefahren und so weiter. Und auch beim Ende ging es mir so, da war es dann irgendwann, da war der Film dann vorbei und ich habe mir gedacht, das war's jetzt. Ne, da wird es dann schon so ein bisschen actionreich gegen Ende und passieren viele Dinge, die sehr Tarantino-esque sind, aber genauso wie es halt anfängt, ist es so, genauso schnell ist es wieder vorbei und es hat sich nicht so wirklich angefühlt, als wäre es wirklich durchdacht gewesen, weil es halt so, ich meine, es ist kein wirklicher Spoiler, wenn ich sage, läuft natürlich auf die Manson-Morde raus und Leonardo DiCaprio und Brad Pitt werden da halt mit rein verwickelt und die Art und Weise, wie sie damit rein verwickelt werden und das Ergebnis, was dann am Ende dabei rauskommt, habe ich nicht so, also fand ich sehr unzufriedenstellend, weil es Margot Robbies Charakter noch weniger Grund gibt, anwesend zu sein den ganzen Film über. Das ist jetzt sehr kryptisch ausgedrückt, wer den Film gesehen hat, wird hoffentlich verstehen, auf was ich raus will. Und das war auch sehr unzufriedenstellend für mich. Und ja, also am Ende ist es ein Film mit ganz vielen Charakteren, die auch groß auf den Postern stehen, die aber alle hier einmal ein, zwei Szenen haben. Al Pacino hat zwei Szenen vielleicht. Bruce Lee kommt in zwei Szenen vor. Also es ist, ja, es ist einfach sehr viel, der Film fühlt sich für mich sehr leer an. Und halt sehr schwelgerisch erzählt in dieser, und ich habe so das Gefühl, der ganze Sinn dieses Films ist nur dazu da, in dieser Zeit, in dieser Periode in Hollywood zu schwelgen. Und das ist okay, das macht auch Spaß, weil ich kann diese Romantik dazu super nachvollziehen und es hat mir Spaß gemacht, darin zu schwelgen. Aber am Ende war es so ein bisschen ein leeres
Filmerlebnis. Und das bin ich von Tarantino gar nicht mal so gewohnt. Selbst die Filme, die mir von ihm weniger gut gefallen haben, haben irgendeine emotionale Reaktion in mir hervorgerufen. Und dieser Film hat mich halt so emotional komplett kalt gelassen, was ich schade fand. Deswegen, ich kann den Film vorsichtig empfehlen für Tarantino-Fans vielleicht. Also er kommt ja allgemein schon sehr gut an. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt in der Minderheit bin, mit so einer lauwarmen Meinung zu dem Film. Schaut ihn euch an und lasst mich wissen, wie ihr darüber denkt. Also ich habe viele unterschiedliche Meinungen zu dem Film schon gehört. Viel sehr Positives, viel krass negativ und ich bin auch irgendwo dazwischen natürlich wieder. Deswegen würde mich interessieren, wie er bei euch so ankommt. Das könnt ihr uns wie immer schreiben, Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek@gmail.com. Ja, und lasst uns am besten, das wäre super fantastisch, wenn ihr das tut, da wo ihr uns hört, mal eine Bewertung und ein Review da. Das hilft uns weiter, mehr Leute zu erreichen. Und dann, ja, war's das von mir. Luke ist dann für die nächsten Reviews auch wieder aus dem Urlaub da. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei dem, was ihr euch als nächstes von uns anhört. Also macht's gut, bis dann.